Eigentlich schon, ja. Von daher, lass uns mal überraschen. Sie starten auf der CD-Seite, können da vielleicht etwas glänzen. Mal gucken, wann dann die USP und alles zum Einsatz kommt. Wird ein Split über T-Mitte und Pop-Doc herden. Ist das schon raus? Ich hoffe, super schneller Plant, aber Steel da direkt drauf gepusht. So, 3 gegen 3 Situationen und Bombe konnte dann nicht mehr gelegt werden, dadurch, dass Steel da direkt den Frag gesetzt hat. Und Herden erwartet da die ganze Zeit einen noch von hinten schieben. Lassen sich da sehr, sehr viel Zeit momentan. Er macht den Kill gegen LKZ. Der Grundlinie, jetzt kommt Zack aus dem KG raus. Wird aber geholt von SNF. So, und jetzt ZQK, last. Und dann. Kann man denn eigentlich so komplizierte Nicknames geben? Ja. ZQK, RZK, QKZ. Ja, auf Brasilianisch klingt das anders. Ist besser, oder wie? Also, First Round für die Kopenhagen Wolves, die sich da sehr, sehr viel Zeit gelassen haben am Ende. Wo man lässt den B komplett offen. Kogo ist der Einzige, der da im Switch drinne steht. Wenn das mal nicht in die Hose geht, da hat jetzt geplant. Und alle versuchen hinter ihn über Poppe zu schieben. So, und jetzt kann Hunden vielleicht sogar ein Ace machen. Clave hilft, Steel versucht da noch wegzukommen. Ja, immerhin noch zwei mitgerissen in den Tod. Aber das 2:0 für die Kopenhagen Wolves steht. Allerdings. Ja, der Phil schreibt hier Brasilianisch, hahaha. Ja, ich weiß, es wird Spanisch dort gesprochen. Alles gut, alles okay. Was? Hä? Wo wird Spanisch gesprochen? Brasilien. Ja, Matthias. Was? Ich warte nur die Kommentare unter dem Stream ab. Geh drauf, gerade erst ein. So, sie Kontakt ist wieder in. Was? Kontakt ist wieder in. Jetzt nur noch Stil gegen 3. mir wird auch gerade geschrieben, Tat, Knochen, kein Raff von dieser Welt. So, Matthias, was ist die Chance? Was wird denn in Brasilien für eine Sprache gesprochen? Wie bitte, was war das? Ist das eine Frage oder ist das eine Antwort? Das ist die Antwort. Bist du dir sicher? Ja, hundertprozentig. Sicher, dass es Spanisch ist. Obrigado. Hä? Oh Mann. Stimmt, die sprechen ja Portugiesisch. Oh, Matthias. Egal. So, das Wort wird gelöscht. Die erste Crypto jetzt für die Brasilianer. Sie spielen weiter nur mit einem am B, was ich sehr ungewöhnlich finde. So, und Kogu mit seiner Awe bleibt am KG stehen, nicht rüber zum B. Soll jetzt auch Richtung Innen gehen, von den Kopenhagen Wolves. Ist doch B, du Fisch. Wolf, komm, aber ich faile, ja. Was? Nix. Osam wird aber schon durchgepusht, ich weiß nicht. Duck ist da blind an der großen Rappe hinten. Bombe wird gelegt. Oh, super umlaufen von ZQK. Den zweiten kriegt er auch noch.
Bist du jetzt durch? Nee, 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 hat nur angefangen. Oh, jetzt sieht er ihn nicht. Ich kam da gerade rausgeschoben, aber jetzt kann sie ohne Probleme durchdrücken. Aber auf den Punkt nochmal zurückzukommen, dass sie nur mit einem B spielen. Ist sehr, sehr häufig gesehen bei Teams auf dem höheren Niveau, dass sie meistens immer nur mit einem Innen spielen. Ja, ja, und dann das ist richtig. Aber meistens erst ein bisschen später und nicht direkt in der ersten Equipped. Nee, also ist meistens so, dass einer eigentlich nur eine kleine Rampe steht an der 3 und der guckt den Füße. Sobald er Füße sieht, wird der Schieber zur Hilfe geholt. Falls er nur ein paar Füße sieht, dann sagt er halt, ey, nur einer rüber, habe ich noch innen oder sowas. Ja, ist klar. Jetzt geht's aber schnell außen von den Copenhagen Wolves. Gute Flash, Steel ist auf den T-Tower hochgegangen. RKZ und Steel machen hier jeweils einen Frag. Und SMF weiß nicht, dass einer über ihm ist. Darum wurde jetzt angesagt. Aber SMF. Und somit geht auch die zweite Crypt on Target Down. Ja, vor allem Target Down. Hier mit Kogu. Auch wieder direkt die AWP behalten da. Also ich bin mal gespannt, was Kopenhagen Wolves hier auf der T-Seite drauf hat. Bisschen was muss man sich einfallen lassen. Vor allem wenn man die ganze Zeit gegen 4 dort spielt. Und jetzt Kogu mit der AWP im Einsatz. KG kommt gleich. Er war früher die legendärste AWP in 1-6 Zeiten und auch in Source hat er sich mit der AWP einen Namen gemacht. Und Herden konnte den Track machen gegen ZQK, der innen war, und kann jetzt die Bombe ganz seelenruhig innen legen. Hat sogar noch eine M4, vielleicht kriegt er noch einen. Ja, einen kriegt er noch. Gute Eco, drei Waffen gezogen und Bombe gelegt. Es gibt Money in Zabank. Also Kopenhagen wurde ja gut beraten, glaube ich, wenn sie einfach langsam außen irgendwie splitten würden. Sie haben die Runden davor immer eigentlich relativ schnell irgendwas gespielt. Ich würde an deren Stelle was langsamer spielen. Versuchen, eine Pick irgendwo zu setzen, falls KG eine Arbe faced oder so. Ja, oder halt über ein Fake, dass du zu 3-2-Split versuchst, 3 über KG schickst, 2 machen dann B-Action. Aber schau mal Kogo an, Kogo ist KG offensiv gepusht, kann komplett ausschließen. Sein KG ist gar nichts, Leute. Und somit schieben schon zwei Leute von der Grundlinie Richtung innen. Unten ist aber irgendwie ein Switch gekommen und ich weiß nicht, ob sie das raffen. Könnte jetzt crucial werden. Macht einen, ja. Und dann wird dann aber gefragt von Zack. Zack. Ja, Zack, verstehst du? So, und jetzt kommen sie. Kleine Rampe raus. Ah, das wird sehr, sehr schwer für Kopenhagen Wolves diese Runde dann noch zu holen. Oko hat schon längst wieder verschoben. Grundlinie auf außen. Wahrscheinlich doch innen gehen zu wollen, jetzt die Wolves. Legen auch die Bombe. Nico ist große Rampe mit der Arbeit. Der hat eine sehr, sehr gute AWP. Macht aber nichts, wenn keiner große Rampe kommt. Allerdings. Oh, SMF hinter der 3. Oh. Schöner Headshot von ihm. Jetzt 2 gegen 2 Situation und die CTs. Gut gegen geflasht hier. Boah, den Mate noch in den Rücken geschossen. Und Nico da oben. Nice. Boah. Da ist zwar der Mate noch vor ihm gesprungen, rettend vor ihm, aber Nico kommt nochmal rum, kommt Magen Wolves mit der Runde. Dank. SMF. SMF. Ja. Der schöne Headshot da gemacht. Und auch der Spieler auf Spot, ich glaube, das war Glaive. Der hat sehr, sehr viel Zeit rausgeholt. Das war super gespielt von denen. Ja. Immer wieder ein bisschen gefaced wie so ein Idiot auf dem Spot, um die Tätis nicht vorpushen können, dass sie immer denken, ja, er kommt gleich nochmal rum, gleich pick ich ihn. Ja, schön gespielt. Kogo wieder im KG. Aber die haben eine Eco.
UMKG offensiv, kann sein, dass da nichts ist. Ist aber falsch. Oh. Jawohl. Unten macht ihn. Jetzt. Nicht recht, was sie machen sollen. Sie haben wenig Info. Sie müssen Hunden noch ein bisschen Info sammeln lassen, bevor sie irgendein Go spielen. Aber sie entscheiden sich gerade Richtung innen zu gehen. Da kommt jetzt der PK auf. Kann einen machen, fällt dann aber. Jetzt kommt schon Popdog hinterher. Da legt jetzt Nico ab. Nico macht den ersten. Du machst den zweiten. Gut gespielt auf jeden Fall. Also nachdem der Kogu da ausgeschlossen hat in den KG, hätte ich ehrlich gesagt nicht nochmal gedacht, dass er nochmal da stehen bleibt und da einen vermutet oder so. Ja. Dann geht er direkt cheat. Und hier ist der ähnliche Aufbau wie gerade in der Runde. Hunden geht wieder alleine Richtung KG. Aber da steht diesmal Kogo mit einer AWP. Das könnte gefährlich werden. Jetzt PK mit zwei Frags innen, weil er kleine Rampe hochgegangen ist. Jetzt kommt Smokes, kleine Rampe. Ja, Bombe konnte angesagt zwei werden. Da, RKZ da, Sekt dort. Und jetzt macht Hunden das einzig Richtige und macht noch ein bisschen Stress am KG. Ja, und damit schiebt RKZ wieder rüber, zeigt wieder nur alleine dort. Wird jetzt aber gepickt. Können anderen, das ist nur ein Fake war. Jetzt ist RKZ nämlich wieder auf B drauf. Lave ist kleine Rampe runter. Wortet 3 und Switch. Und jetzt wird er über Gehsteig gepusht. Ah, kann der Frag noch machen? Oh, schöne Frag hier auch von Nico. Ah, von hinten kommt schon. Ich weiß, damit rechnen sie gerade nicht. Hier kommt der Rampe. Kann den Frag machen. Ah, jetzt Nico da einbedrängen. Jetzt muss er jetzt alle Seiten checken. Hitted Steel. Oh. Das spielt er sehr gut, das Steel. Schade. Gut zusammengearbeitet von beiden. Programming mit der Runde Nummer 4. Aber trotzdem schon 5 T-Runden bei Kopenhagen Wolves. Das ist schon nicht schlecht. Kopenhagen Wolves hier mit einer Eco, aber mit einer nicht üppigen Eco. Haben wir sehr viele Granaten und Smoke gekauft. Ja, Kogo hat da gleich wieder KG zu tun. Hittet wieder nichts. Kriegt einen Headshot mit der Glock, hat noch 36 HP. Kommt aber weg, wie es aussieht. Bombe konnte gelegt werden. Boah, ist er mehr Flask. Kann er auch nicht mehr wirklich was machen. Pro Gaming gleicht aus. Fünfte Runde auf ihrem Konto. Aber eine gute Eco. Haben den Spieler, der eigentlich außen deckt, vom Splitter Spot aus, den haben sie an KG gebunden, weil sie KG-Druck gemacht haben. Ja. Und somit konnten sie dann in aller Ruhe die Bombe in der Smoke legen. Wäre das jetzt ein Moment, wo man vielleicht Kogo da mal wegschieben lässt vom KG und jemand anders dort deckt? Ich meine, zweimal hat er nicht getroffen, zweimal sind sie durchgekommen, einmal ist er gepusht, wo dann auch der Frag gefallen ist. Das war allerdings gut, weil er dann zumindest ansagen konnte, aber bisher gegen also KG noch nicht wirklich gut gestanden. Was mir gefallen würde, wäre, wenn Kogo jetzt einmal irgendwie so innen stellen würde oder sowas. Bisschen variabler spielt. Dass das unberechenbar ist, weil jetzt das Kogo eigentlich bis jetzt immer KG gedeckt hat. Kommt der außen gerundet, der Sack und Low vom KG. Nico pusht jetzt hinterher, macht den Frag. 3 gegen 2 und Hunden ist auf dem CT Tower, glaube ich. Ja, ist er. Und ZQK kommt am alten Spot, wo hat die Bombe noch in Sicht. Ist hier ganz vorsichtig. Wieder lassen sie die Zeit ablaufen. Aber das Spiel kommt irgendwo echt gut. So, Hunden kommt jetzt runter. Macht einen Affenjump. Wird jetzt vom Switch ausgepickt von Kogu und jetzt ist nur noch 2 gegen 2. Bombe liegt sehr, sehr bescheiden.
So. EW hat jetzt gleich den Contact gegen. Ah, macht den Frank, sehr gut. Und jetzt nur noch Koko gegen 2. Ja, trifft seinen Shot nicht. Leicht jetzt Richtung EK, also der Move hier von ihm auf jeden Fall. Nico Mufta aber auch sehr gut weg. So, One-on-One-Situation. Nico weiß. Stern. Sehr genau deswegen habe ich Nico als mein AWP in mein All-Star-Team geholt. Was wir schon im Training von denen kassiert haben mit seiner AWP, das glaubst du nicht. Ich war kurz davor, CS zu deinstallieren. Echt? Ja, ich war so knapp davor. Hm. Verzweifelt an diesem Jungen. So, und jetzt natürlich Target auch wieder mit einer Eco. Und Wolf scheint sich wieder Richtung innen zu orientieren. Mit der Bombe über Popdog an den White Walls. Unten alleine außen kann er ansagen, dass es eine Eco ist. Macht ein, macht noch ein. Ist jetzt blind. Haben wir da von hinten geholt. Der Rest pusht währenddessen am B raus. Zack und Steel noch. Steel kommt an die AK ran, könnte er sogar sparen. Und ZQK da noch ein bisschen jagen lassen. Zack, pickt noch einen Molotov. Sollte eigentlich nicht mehr so drauf gehen. Das sind $850 eigentlich. Ah, der Nico bisher mit einem sehr, sehr souveränen Spiel. Gefällt mir, wird immer stärker. Hallo. Auf einmal gibt mein Laptop lässige Space Shuttle Sounds ab. Richtig. So, Kongo deckt jetzt endlich am B. Gefällt mir. Auch wenn jetzt diese Runde dort nichts passiert. Jetzt gehen sie wieder aus und wieder ist Ziel oben auf dem T-Tower. Wird jetzt aber direkt gemacht von SMF. 2 gegen 3. Beide sind in Richtung Grundlinie unterwegs. Werden könnte dann eigentlich gleich einen Frag machen. Ja, wenn er jetzt. Er hört CT Basin Step. 2 vor. Als Nico, schöner Frag, sehr gut, aber trotzdem gespielt von den CLTs und nochmal Nico. Starke Action wieder von ihm, aber gut von den CLTs. Einer mit einem weiten Strafe, der zweite dann da, um auf jeden Fall den Refrag zu machen. Aber Nico holt da wieder 2. Hält mir Nico. Wichtige Punkte für mein Dream Team. Wichtige Punkte. Und es ist natürlich das Problem bei den Brasilianern, dass sie jetzt in diesem Money-Schule sind. Sie müssen halt, sie spielen eine Runde mit Equip, verlieren sie, müssen sofort wieder sparen. Das ist halt wirklich sehr, sehr schade. Ja. Pusht hier offensiv ein Team mit rein. Er deckt unten aber sehr, sehr defensiv ab. Macht jetzt auch den Frag. Jetzt gehen sie zum ersten Mal in einer Anti-Eco mit der Bombe unten jetzt mit dieser KG durch. FGK macht den. Oh, schön von unten hier. 3 Frags schon. Bomb has been planted. Ja. Noch Zack und RKZ. RKZ macht den Frag gegen Hunden. Jetzt haben beide Spieler eine Waffe, oder nicht? Hat Zack auch schon eine Waffe? Nee, noch nicht. Jetzt bleiben sie einfach beide weg. Ah, somit schon 9 Runden overall für die Copenhagen Wolves als Terror. Tja, Pro Gaming überzeugt weiter nicht so wirklich. Wie auch schon bei der ESC.
Mal gucken, wie das für sie hier weitergeht in der Gruppe. Kopenhagen Wolves, sicherlich das Team, das hier am Ende vorne sein sollte. Aber ganz ehrlich, ich hätte da jetzt deutlich mehr erwartet von Pro Gaming. Jetzt wieder dieser Aufbau, Runden alleine im KG spielt und dann versucht, ein bisschen Druck zu machen. Vielleicht zu finden. Und jetzt kommt Indigo. Kuh kann keinen Frag machen, weil ZQK ist da. Macht zwei Frags sehr schön von ihm. Jetzt kommt Koko, große Rampe. Und die Runde geht vielleicht verloren, weil Herden da seinen Molly verworfen hat. Ja, jetzt nochmal Team Attack. Boah. Also der läuft ZQK hier heute steht ein bisschen botmäßig rum. Boah. Nico taggt ihn sogar noch. Schöner Headshot von Ziel hier. Deck macht auch einen Frag gegen Hund und jetzt ist es nur noch Herden. Ja. Kann da nichts machen. Keine Chance. Ah, wenn da der Molly angekommen wäre von Herden, vielleicht hätte die Runde anders ausgesehen. 9:6, so mit der Halbzeitstand. Wolves mit 9 Terrorrunden. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Kurzer Break. In 5 Sekunden wieder zurück. So, und weiter geht's mit der zweiten Hälfte. In 2 Sekunden ist der Switch. Und nun geht's in die zweite Halbzeit. Wolves auf der CT-Seite. Mal gucken, ob Wolves aggressiv spielt. Den zu zweit in den Herden steht da mit einem Nate, glaube ich. Füße. Einen rüber hüpfen. Den Herr bekommt jetzt einen Smoke, die ist ein bisschen zu weit, er schmeißt eine gute Nate. Boah, die hat wehgetan. Oh! Schön hier von Herrn und Hunden. Ja. Oh, nice. Und so einfach ist es. Ne? Der Hunden macht wirklich ein absolut geiles Spiel. Ist da immer wieder gut mit dem richtigen Riecher im Single-Split, arbeitet sehr viel für sein Team, damit sie den Go machen können, aber dabei hittet er auch noch ordentlich. Jetzt muss halt Tarkdown leider 2 Ecos machen. Seien sie gewinnen diese Eco überraschenderweise oder legen die Bombe in irgendeiner Form. Wir wollen Go außen zu geben mit ein paar Smokes. Versuchen einfach die Bombe zu legen, der Smoke. Ja, schaffen sie auch, wenn sie gut geflasht haben. Ja. Nein! Holten sie drum! Noch ein Frag. Ja, also wenn jetzt hier nichts mehr wirklich schief geht, dann geht es am Ende 16-6, 16-7, maximal 16-8 raus. Aber Hunden da echt wieder super gemacht von ihm aus dem Switch, den Bombenleger getötet. Ja, wieder mit dem richtigen Riecher. So, sieht nicht schnell aus, geht jetzt mit innen. Herden hat den Kontakt. Unten guckt kleine Rampe, macht den ersten. Macht den zweiten. Macht den dritten. Bombe kann nicht gelegt werden. Sehr schön gespielt wieder. Ja, Herden da ein bisschen verwirrt. Haben sie irgendeine Waffe davor die Runde abgegeben? Nicht, oder? Wie eine davor? Runde davor, haben sie da eine Waffe abgegeben? Seht ihr's? Nein. Eine, glaube ich, oder? Ich bin mir nicht sicher gerade. Ist der Herr? Doch, ja, auf jeden Fall muss sein. So, jetzt kommt Smokes außen. Aber Nico konnte schon den First Track in Koko machen, der versucht halt Mitte zu pieken. Jetzt Nico hat einfach die stärkere AWP. Also ich versuche, das spielen die Brasilianer sehr, sehr gerne, das haben die auch schon in Source gespielt. Immer einen Switch reinschicken, aber Glaive auch mit einer AWP. Doppel AWP außen, super. RKZ jetzt am Pop-Train gefangen. Ja, einziger kommt aber raus, der Rest möchte Richtung B gehen. Und da warten Herden und Hunden wieder. Wieder Füße. Meist die Nate sitzt wieder gut.
Unten auch. RKZ noch 5 HP. Ja, das ist Runde 13. Das ist richtig, Matthias. Nichts. Davon gehe ich auch aus, dass es Runde 13 ist. Achtung, Gozo führt mit 8 zu 0. 8 zu 0, okay. Curse mittlerweile bei insgesamt 9 Frags. 9 Frags in 8 gespielten Runden, das ist natürlich solide. Welche Karte und welche Seite? Kannst du mir das auch noch beantworten? Also Gozo ist CT, Curse ist T. Auf der Herzkarte. Herzkarte. Okay, und warum nicht Peak? Die war schon besetzt. Schade. Na, jetzt hat Tagedown wieder meine Eco. Droppen die Bombe einfach als Überraschungseffekt in der T-Base. Sechs schmeißt einen Smoke außen. Nuke ist das. Das scheint wohl ein Innensplit zu werden über KG und über KG und Grundlinie, KG und White Walls. Ja, und Nico kann drei Leute rennen Grundlinie durch. So macht einen. Unten macht zwei von der T-Tap aus. Ja, der ist einfach immer überall. Das ist halt echt so. Aber Herd fällt jetzt innen, kann die Bombe ansagen und Hunden muss jetzt. Na, guck mal, was Steel jetzt gleich. Aber sie schieben wieder in der Bombe aus, weil Steel ihnen die Infos gibt, dass sie alle verschoben haben. SMF steht da aber super. Kann jetzt auch den nächsten spotten, kann ansagen, außen am E-Kasten noch einer. Hört jetzt, dass einer eine 6 gibt. Kann ansagen, letzter vom T-Swit. Ja, krass. Es war nur eine Eco von Target Down, ne? Vergessen. Nochmal? Ich sagte, es war nur eine Eco von Target Down. Ja. Letzten Endes sind sie euch besser beraten gewesen, wenn sie einfach innen schnell gegangen wären. Und dann die Bombe einfach gelegt hätten. Das wäre lukrativer für sie gewesen. Ja, so haben sie ja auch 6k. Natürlich, weil sie jetzt den Loser-Bonus haben. Aber 6k plus 800, dann hätten sie jetzt meinetwegen vielleicht 6,8 oder vielleicht auch ein bisschen mehr, ne? Die $800 machen den Braten irgendwann fett. Ja, Dollar-Moller. Jetzt können wieder Smokes außen. Ja, SMF steht aber auch schon wieder bereit, um sie zu empfangen. SMF steht hier gut im MTW. Sieht den ersten. Ah, wie unlucky. Geht rum, kann keinen machen. Nico macht aber einen Smoke irgendwie. Wird jetzt gepusht von seinem Mate. Und Glaive steht da auch. Wird dumm gepusht. Das kann die erste Runde in dieser Halbzeit werden für Programming TD. Erden macht einen an der Grundlinie. Unten nur noch 16 HP. Macht aber einen. CT Tower hat auch gut Hits kommen. Schade. Also, dass es am Ende dann doch mal so knapp wurde. Ja, aber. Eigentlich ist jetzt wieder optimal für Kopenhagen Wolves. Wenn sie jetzt die Runde holen. Hat Target Down sehr, sehr wenig Geld. Das ist. Außer ZQK. Ja. Problem gerade war, dass sie so zweit mit zwei ABPs vor KG standen und Steel da durch die Smoke gepusht kam und sie beide einfach überhaupt nicht damit gerechnet haben. Bay von SMF denken jetzt hier Damen sehr gut Pop und T-Split auf Grave wird fallen und die werden 100 Punkte in SMF rechnen. Ja, genau. Ist jetzt auf den Track. Jetzt geht's wieder Richtung Innen, da ist Herden guckt Füße, sieht den ersten, schmeißt wieder die Nate. Immer. Macht Damage, macht zwei. Ja, der dritten auch noch. Dritter und jetzt nur noch ZK. ZQK. Macht einen. Wow, Headshot. Schönes Ding. Und dann Hunden wieder mit dem letzten. 15 zu 7. Tja, und jetzt hat nur ZQK Geld, der Rest todeslow. Vielleicht hat er keine Bombe gelegt. Kauft eine Arbe. Und Hunden mit 28, 6, 15 Stats.
Sehr, sehr starke Vorstellung von ihm. Auf jeden Fall. So, und bei Gozo steht es 10-2 mittlerweile gegen Curse. Okay. So, ZQK versucht jetzt einen Pick mit der Arbe zu setzen gegen Nico im KG. Das wird relativ schwer, weil Nico wirklich sehr gut spielt. Hat ihn jetzt gesehen, ja, weiß jetzt wie zu spielen ist. So perfekt. Smoked weg, perfekt gespielt von ihm einfach. Ja, guter Mann dieser Nico. Also den hätte man sich doch mal ins Streamteam holen sollen. Ja, ne? Ich Fuchs. So, Herden hat jetzt gleich den Kontakt hier oben in der großen Rampe. Er schleicht durch seine eigene Smoke durch. Hat einen Step gemacht. Unten spottet an der kleinen Rampe, dass sie zum Pop wieder gehen. Herden rumgehen. Kann ansagen, dass sie verschieben. Er kommt jetzt nur 3 HP. Mitte raus, MTW wird sofort abgelaufen. Kili mit zwei schönen Frags. Nico dann aber. Ah, Nico. Wir knapp gegen den Bombplanter. Twitch ist richtigerweise auf den 4. Macht den nächsten Frag und jetzt 3 gegen 2. Aber 2 von Tagedown super low. Flasht einfach. Stößt jetzt die Bombe, weil sie hier richtig bescheiden liegt für die T's. ZQK hat Nico durch. Alles ist. Sehr nice von Nico. Auch da hier wieder mit Köpfchen gespielt und clever gespielt. Großartige Vorstellung. Kopenhagen Wolves siegen über ProGaming TD. Ja, und ProGaming TD hier wieder mal enttäuschend, muss man dazu sagen. Leider, aber es ist so. Ganz kurz einen Spot und dann switchen wir direkt rüber ins nächste Spiel. Gozo gegen Curse of the Inuke.